Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Kettle im Kopf. Einen schönen Sonntag. Ich habe nur viel gekauft und vergessen auf Aufnahme zu drücken. Da musste ich immer im Verladebereich fahren, zum zweiten Getter. Vorher kaufen natürlich und dann, habe ich noch gemacht in der letzten Folge, und dann beim zweiten Gatter entsprechend ranfahren und zurückfahren und dann da entsprechend Aktionen mit Kauf machen. Ja, jetzt fahren wir zum Hof. Ja, Entschuldigung dafür. Genau. Das sind aber recht teure Kälber. Sag mal so. Du, fahr auf der Straße. Ich dachte schon, ich würde gerade ausfahren. Durch den Wald durch. Durch die Büsche. Ich hätte nicht viel ausgeschlossen. Aber so ist das schon. Eine Aufregung. Einfach des Gefechts. Zack. Angefangen ohne den Knopf drücke für Aufnahme. Ja, so ist das, ne? Ja. Dann haben wir die Rinder gekauft. 4 Stück. Reicht ja wohl. Und jetzt fahren wir zum Hof. Weil wir haben im Prinzip, keinen Gewinn gemacht. Die anderen waren praktisch, nichts wert, Anführungszeichen, und hier mehr bezahlt. Naja. Das war ein Minusgeschäft mit Rinder hier. Mal lieber nicht kaufen sollen. Ich meine, 5 Monate ist ganz schön alt für so ein Rind, Anführungszeichen. Ich meine, die sind anfangs sehr empfindlich, muss man dazu sagen. Also Handaufzucht ist schon. Aber heute gibt es ja auch moderne Milchersatzstoffe dafür, die Kälber aufziehen. Und da schon Profis. Weil die Milchbetriebe machen das ja nicht mehr. Die machen höchstens die ersten Tage und dann geht das ab zum, zum nächsten Bereich, wo dann im Prinzip kellermäßig erstmal mit Milch aufgezogen werden. Anfang und später mit festem Futter, aber wie gesagt, anfangs auch nur mit Milch. Ist halt ein Säugetier, ne? Ist am Anfang. Ist halt so. Bin sehr gespannt am Hof. Da muss ich garantiert auch wieder kurz ranfahren. Und abladen. Dann habe ich aber mehrere in den Abladebereich gebracht. Also 2 mehr, also 4 insgesamt. Bin sehr gespannt, wie das jetzt funktioniert. Habe nur 6 verkauft. Aber egal, ne? Wir wollen eine Mission erledigen. Und beim nächsten Mal wissen wir halt Bescheid. Ist auch eine Sache, wo man lernen können und dürfen. Und später werden wir hier entsprechend auch noch entsprechend die Erfahrung mitnehmen für den nächsten Bereich, fürs dritte Szenario, ne? Darum geht's ja. Ich denke mal, das können wir gleich im Anschluss beginnen hier. Im April, den ersten. Ja, April-Scherz, ne? Genau. Jo. Jo, gib Gas, gib back auf. Kann man schon sehen, die Gruppen hier, C7, Gang, also. Ja, C. Der Traktor hat immer verschiedene Gruppen eigentlich, fürs Flügen und fürs, also Feldarbeiten müssen eine andere Gruppe sein, wie jetzt auf der Straße. Jo. Du bist gleich da an deinem neuen Zuhause, dann kannst du Ruhe geben, obwohl Tiere geben nicht Ruhe, die wollen was zu fressen haben. So. Fahre zum Eingang des Stalls. Machen wir gleich mal. Automatik. Ob die auch unter Zeit fährt? Mal schauen. Ja, das gleiche wie vorhin. Jo.
und wieder rein, ne? Fahren im Verladebereich, das können wir gleich tun. Da sind wir. Bremse. So, Ach so. Jetzt kann man entladen. Das geht automatisch. Bestand. Name. Gewicht. Stall 1. Oswald. Stimmt Teil 3 oder so. Jo. Uff, nicht hier noch nicht. Teil 10. Oswald. Stall 8. Verkaufen ist Quatsch. Was für Wert er hat? Nix. Philipp. Stahltransportbox. Verkaufen nicht. Was hat er gesagt? Alle in Stall 1. Achso. Okay. Jetzt waren alle in Stall 1. Also Admü. So war das gewesen. So. Das ist verkehrt. Aber das bringt auch nichts. Muss ich mal schauen. Name, Gewicht. Günther. Gewicht, alle. Wir haben eine Rinder. Schwarz-Bunt haben wir auch noch eins. Gewicht. Bestand. Oswald. Da haben wir hin. Den nächsten gehen wir auch auf Stall 1. Geht nicht. Ah, jetzt geht's. Tja. Transportbox Stall 1, okay. Und nur ein Verladen, ne? Naja, war eine andere. Gut. Gehen wir wieder raus. Und 1. Gratulation, du weißt jetzt, wie du Tiere in deinen Stellen
transferieren und einen Anhänger laden kannst, um sie zu transportieren. Im nächsten Teil wirst du lernen, wie du dich um deine Tiere kümmern kannst. Abschließend. Ich denke mir mal. Dann wollen wir ganz kurz gucken, ob wir noch. Hauptmenü. Ob wir Szenario machen können, ne? Darum geht mir. Na, Tierhaltung geht weiter. So. Tierhaltung. Tiere füttern. Beginnen wir mal mit Tiere füttern. Nicht ganz mein Plan, aber gut. Wird schon gehen. Karte wird geladen. Super. Ja, füttern heißt normalerweise wieder Gras, ne? Und so ein Zeug, ne? Oh, wir haben Silage. Wie schön. Und so einen geilen Teil vorne dran. Ach, herrje. So. Gehe zum Hofsilo. 2 Streuenheit. So, gehen wollen wir gehen, ne? Machen wir die andere Ansicht. Decke mindestens 3 Sektionen des Silos auf. Ja, wie geht das? Und. Tja. Wieder so ein. So ein Ding, von dem ich weiß. F1? Mach mal, ne? Ne, auch nicht. Tja, wie geht das nun? Kann klicken, was ich will, aber da geht nichts. Na, R. Klappt nicht. Eine schöne Plane. Aber irgendwie wird es nicht klappen. Muss ich mich ganz kurz ein bisschen beschäftigen. Sektion 1 aufdecken. 1 bis 19. Das so funktioniert? Jo, Mann. Das war... Steigen in Aion 35 ein. Wahnsinn. So, Zuschauer, das soll es vorhin schon gewesen sein. Das machen wir gleich. Naja, gut, ein bisschen machen wir noch eine. Halte die rechte Maus gedrückt und ziehe die Maus nach unten. Nach unten. Das geht auch mit der Maus. Das ist gut. Aber gut, machen wir das vor. So, halte die rechte zurück und ziehe die Maus nach unten. Haben wir getan. Ist aber sehr, sehr, sehr. Senke den Frontlader ungefähr auf seine Büschel ab. Halte zurück und ziehe die Maus nach oben. Kippe den Frontlader ganz nach vorne. Also halten und nach rechts drücken. Gut.
kippe den von ganz nach hinten. Also nach links. Gut, wenn wir hochhalten, ne? In die andere Richtung. Immer wieder in die Mittelposition bringen. So. Halte die Rechte gedrückt und ziehe die Maus nach links zu mir. Noch höher. Nutze den Frontlader mit der Schaufel, um den Mais aus dem Silo in den Mix King zu verladen. Genau. Fülle den Mix King. Okay, wenn ich gestartet das Fahrzeug wieder an. Also, wir sind ja ganz bequem heute. Dazu machen wir wieder den Trick, ist ja keiner, aber dass wir das hier mit der Maus machen, ne? Was ist das? Warmblinke. Wird es hier Allrad an ausschalten? Achso. Machen wir aus an sich. So. Dann müssen wir schon fahren, ne? Hätte ich lieber mit dem Dings gemacht, mit dem Joystick, das ist bequemer, als mit dem Maus. Aber gut. Okay, Deckel auf. So, hat sich gerade was ändert von dusseligen Programm. So, liebe Schauer, das soll es ja vorher auch schon gewesen sein. Das Timing ist gut. Dann sag mal tschüss. Und ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Und schon einen schönen Rest am Tag. Tschüss. Und schönen Dank fürs Reinschauen.